Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber wir waren jetzt gerade an einer Tankstelle, an der Autobahn, weil wir diese Mautbox haben wollten. Und nachdem Thorsten und Nicole schon von der Diggern Tour am Montag am Grenzübergang keine bekommen haben, wir haben die Tankstellen gar nicht gesehen, das heißt, haben auch nichts verpasst, wollten wir es heute nochmal starten. Und die erste Tankstelle hat sie schon weggeschickt. Wir wissen nicht, ob die keine Boxen haben oder nur keinen Bock haben, sich damit zu befassen. Jetzt probieren wir das in 2,6 Kilometer nochmal bei der nächsten Tankstelle. Und sonst müssen wir halt versuchen, Tschechien ohne mautpflichtige Autobahn zu durchkreuzen. Wird uns auch gelingen. Wir waren erfolgreich. Wir haben jetzt hier so eine kleine Minibox Premit bekommen. Und gleich natürlich wieder was falsch gemacht, weil die Strecke, die wir jetzt gefahren sind, war schon mautpflichtig. Und als wir der Dame gesagt haben, wir sind nicht erst heute über die Grenze gefahren, sondern schon am Montag, war erstmal Aufregung, Telefonat. Da wurde jetzt schon gleich was drauf gebucht, 89 tschechische Kronen. Und wir waren schon gleich illegal unterwegs. Die 89 tschechischen Kronen mussten wir jetzt extra bezahlen. Und drauf gebucht haben wir 1000 tschechische Kronen. Ich denke also, 3000. Nein, 1000 ist Minimum. Ach so, 1000, okay. Ja. Wir haben erstmal 1000 drauf gebucht. Mal sehen, was passiert. Na, 89 haben wir schon bezahlt und mussten schon gleich telefonieren. Aber süßes Ding. Ja, kleben wir jetzt in die Scheibe und gucken, was es sagt. Gucken, was passiert. Ich kann immer Campingplätze finden. Entweder oben auf dem Berg oder durchs Gebüsch. Und natürlich fährt dann immer Schatzi gerade. Also aufpassen, dass wir keinen Fahrradfahrer umnieten. Du müsstest noch mal ein Stück gehen, junger Mann. Oh, kannst auch noch stehen bleiben. Ja. Keine Ahnung. Wir passen ja nirgendwo hin, außer hier vor. Wenn du so da parkst. So da parken? Ja. Was willst du sonst machen? Auf ihre Wiese können wir schlecht fahren. Auch. Ein wunderschöner Stellplatz, ganz für uns alleine. Kaum jemand da, da hinten noch ein kleines Zelt, direkt am Fluss. Aber wie wir erkennen werden, das wird sich noch ändern. Zunächst greifen wir uns wieder unsere Räder und schauen uns mal die hübsche Innenstadt von Locket an. Ältesten Meteoriten, die je auf die Erde fielen, liegt hier im Schloss Locket. Einige Legenden um dieses Ding kommen aus den Jahren 1350 bis 1430. Dank eines offiziellen Fotopermits durfte ich auch in den Ausstellungen filmen und Bilder machen. Der Turm des Schlosses wird von einem Drachen bewacht. Hohoho.
Kurz vor unserem Campground ließ mich leider mein Reifenschlauch im Stich. Und als wir zurückkamen, war es vorbei mit der Ruhe. Es sind Kanuwanderer angekommen und der Platz war gepackt voll mit Zelten und Leuten. Aber es war ein sehr witziger Abend, nachdem wir diese netten Leute kennengelernt haben. Mit ihren wirklich coolen Fahrzeugen. Abendlichen Lagerfeuer gab es dann noch eine kleine musikalische Performance.